Unsere Rangierung schafft in der verwirrenden Vielzahl von Güterzugleisen die notwendige Ordnung. Ankommende Güterzüge sind aufgelöst, neue Güterzüge werden gebildet und die Ortsgütergleise sind zu bedienen, vom Rahmenfahrplan abgearbeitet. Zu den sogenannten Stellzeiten werden die Güterwagen zur B- und Entladung an Ort an den Beiladerampen und Güterzugleisen bereitgestellt. Eine andere Lösung Güterumschlages ist das Containertransportsystem. Unser Modell Containerkran kann Ihnen die Umschlagstechnologie perfekt demonstrieren. Der Kran überspannt drei Eisenbahngleise, einen Fahrspur für Straßenfahrzeuge sowie einen Container auf der Spur für die kurzfristige Zwischenlagerung der Container. In ca. 3 bis 4 Minuten erfolgt der Umschlag von Schiene zu Schiene oder von der Schiene zur Straße und umgekehrt. Alle Kranbewegungen werden beim Vorbild von der Kranführerkanzel ausgesteuert. Dies ist so angeordnet, dass der Kran ständig gute Sichtverhältnisse hat. Unser Modellkran entstand nach den Originalzeichnungen des Kranherstellers, wobei alle Maler die Erstmalen im Jahre 1971 der Öffentlichkeit vorstellen. Damals waren noch zahlreiche Dampfbauer drin. Das ist heute schon Geschichte. Jetzt möchten wir Ihnen einmal die Behandlung eines Dampflok nach Einsatzende, das sogenannte Restaurierung, wegen Fachleute im Modellbahnbetriebswerk vorführen. Unsere Güterzug-Schleppsender-Lokomotive der Baureihe 50 erreicht als erste Station die Besatzungsanlage. Hier öffnet der Heizer den Deckel des Dampfdomes. Der getrocknete Dampf gelangt vom Hochbehälter über ein Teleskoprohr in den Dampfdom. Die Lok benötigt den Dampf zur Erhöhung des Reitwerkes im Rad und Schienen, beim Anfahren, Bremsen und in großen, steilen Streckenabschnitten. Das gilt auch heute noch für moderne Schienen und E-Loks. Auch sie besitzen eine Sandsteuereinrichtung. Nachdem der Sandsturmdeckel wieder fest verschlossen wurde, wird der Deckel des Wasserkastens am Schleppzentrum geöffnet. Der Heizer brennt den Wasserkran und öffnet mit dem stehenden Handrad den Wasserabsperrschieber.
Jetzt liegt mein Vorbild pro Minute eine Wassermenge von 2 Stehen. Um diese gewaltige Wassermenge einspeisen zu können, entstand das Wahrzeichen vieler Bahnbetriebszeichen. Der Wasserturm. Das Wasserpersonal mischt das ganze Speisewasser nach verschiedenen Chemikalien zur Wasserentkapselung bei, um die Bildung von Kesselstein und Lochkesseln festzustellen. Jetzt fährt die Lok bis zur Bekohlungsanlage weiter. Hier wird der Kohlevorrat ergänzt. In unserer Bekohlungsanlage treibt ein Brückendrehkran die Kohle vom Banden in den Hochbunker, unter dem die Lok steht. Mit dem Schieber wird die benötigte Kohlenmenge vom Bunker in den Lokzentrum abgelassen. Er fasst 8 Tonnen Kohle. Mit dem zuvor aufgenommenen Wasservorrat von 26 Kubikmetern hat die Vorbildlok übrigens eine Dienstmasse von 148 Tonnen und bringt es bei einer Leistung von 1.625 PS auf eine Höchstgeschwindigkeit unter Last von 80 km pro Stunde. Für die Beförderung eines Güterzuges von Zittau über Löbau nach Görlitz in rund 1,5 Stunden musste der Heizer immerhin ca. 60 Zentner Kohle in den hungrigen Schlund der Lokomotive schippen. Die dabei entstehenden Verbrennungsrückstände werden in der nächsten Station im Bahnbetriebswerk ausgeräumt. Darum fährt unser Lok jetzt zur Ausschlaganlage. Hier werden Rauchkammer, Horst und Aschekasten gesäubert. Die Asche und Schlacke fällt in den Kanal und wird der Lok. Dort werden die Verbrennungsrückstände mit Wasser gelöscht und dann durch den Schlackenschrägaufzug in den bereitstehenden Schlackenwagen entfernt. Jetzt fährt die Lokomotive auf die Drehscheibe, um in den Lokschuppen zu gelangen. Die Drehscheibe verbindet die Gleise des Drehlokschuppens mit der übrigen Gleisanlage im Bahnbetriebswerk. Außerdem werden auch hier die Lokomotiven gewendet, damit sie je nach ihrer Ausfahrtrichtung aus dem Bahnhof immer vorwärts fahren können. Im Lokschuppen ist die Lok weiter für ihren nächsten Dienst vorbereitet. Dazu gehören das Putzen, Aufmerksamkeit und für ihren Besuch. Thank you.
Thank you.
Restaurieren, wie ich abhalte sagen, im Modellbahn.